Ja, wow. Ich weiß. Ey, yo, Leute. Willkommen zu einem Video. Und heute testen wir die Schoketten Blonde. Viel Spaß beim Video. Ich muss euch ein Geständnis machen, bevor wir hier anfangen. Ich habe hier einmal Blonde Pure, Blonde Mandel und Weiße Pistazie. Ich hab's verkackt, ich hab das erst nachher gesehen, dass es auch blonde Karamell gibt und dass hier weiße und nicht blonde ist und hab das blonde Karamell einfach nicht, ja, nicht dabei, weil ich wusste, es gibt drei blonde, hab hier jetzt zwei gekauft, das weiße. Ach, bin ich dumm. Dann testen wir halt einfach die und ja, wir machen jetzt die blonde Mandel, blonde Pure und die weiße Pistazie. Und mit der fangen wir an. Schoketten, weiße Pistazie ist auch neu, also man hätte quasi auch alle drei blonden und die weiße Pistazie holen können. Wir haben jetzt auf jeden Fall die weiße Pistazie hier und hier steht dann drauf weiße Schokolade mit Pistaziencreme-Füllung. Und wir haben es auch hier wieder, wie es bei ja, Schoketten fast immer der Fall ist, weiße Schokolade mit einem dunklen Schokoladenboden. Ich mag Pistazien gar nicht. Ist der beschissen im Kopf? Ich teste trotzdem, vielleicht schmeckt man ja die Pistazien gar nicht so raus, wobei es Pistaziencreme-Füllung, das sollte nach Pistazie schmecken. Ich mach's mal und ja, wir testen es einfach mal. Weiße Schokette. Dunkler Boden, ihr kennt es. Ich probiere es. Boah, nö. Ich mag Pistazie halt nicht. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Es schmeckt wirklich einfach nach Pistazie. Weiße Schokolade, bin ich auch nicht ein großer Fan von. Für mich ist die Schokolade gar nichts. Wenn ihr Pistazie mögt, sicher was für euch. Denn man schmeckt hier wirklich Pistazie raus. Sehr stark sogar. Ja, wie gesagt, meine Schokolade ist es nicht. Zwei Sterne, also. Ja, aber nur weil ich keine Pistazie mag, das muss man vielleicht dazu sagen. Zwei Sterne von mir für die weiße Pistazie. Brauche ich ehrlich nicht. Dann machen wir die blonde Mandel. Ich mag auch keine Mandel, ehrlich gesagt. Ist zwar nicht so schlimm wie Pistazie, aber bin auch kein Fan von Mandeln. Ich bin so dumm. Also das hier ist eigentlich ein ja, reiner Test von Sachen, die ich nicht mag. Egal. Hier steht drauf, weiße Schokolade mit Karamell, 5,3% Mandelstücken. Und 20% Vollmilchschokolade. Auch hier wieder der ja, dunkle Boden mit der weißen Schokette oben drüber. Weiße Schokette, dunkler Boden. Let's go. Die ist in Ordnung, weil ja, man schmeckt den Mandel nur leicht raus und schmeckt halt nach Karamell. Was ich gerne mag, die weiße Schokolade stört mich hier am meisten. Sehr witzig. Bin ich ganz ehrlich mit euch, die stört mich hier am meisten. Dann ein bisschen der Mandelgeschmack, der ist wirklich ganz, ganz leicht da. Also man merkt ihn fast gar nicht. Und die Karamell, ganz lecker. Aber auch hier hätte ich euch vorher sagen können, das ist nicht meins. Und ja, bin hier bei 4 Sternen. Schoketten Blond Pure. Karamellige weiße Schokolade. Hier steht drauf, weiße Schokolade mit Karamell. Nice. Ja, und hier ist eine Weltneuheit für Schoketten. Die haben tatsächlich auch einen weißen Boden. Ja, wow, ich weiß, was für eine Innovation, weißer Boden bei weißer Schokolade, nein. Tatsächlich eine Schokoladenfarbe, und zwar die weiße, ist hier komplett um die Schokette rum, ich probier's. Wie der Name vermuten lässt, ist halt was für weiße Schokoladenliebhaber. Gotcha, bitch. Schmeckt fast wie die weiße Schokolade, das ist Karamell, was da drin sein soll. Ja, geht ziemlich unter, aber schmeckt einfach wie weiße Schokolade. Kann man so sagen, das ist einfach nur weiße Schokolade. Wer weiße Schokolade gerne mag, greift hier gerne mal zu, aber ja, muss ich auch nicht haben. Ich gehe nochmal 2 Sterne hoch, weil ja, deswegen ist ekliges drin. Ja, 6 Sterne, aber es ist weiße Schokolade. Also ich mag auch weiße Schokolade nicht so gerne und deswegen gibt es auch nicht mehr als 6 Sterne hierfür. Ja, wer weiße Schokolade mag, wird die wahrscheinlich sehr, sehr feiern. In der Tat. So, dann habe ich mir für euch die Schoketten Blonde bzw. 2 Blonde und eine Weiße getestet, was ja eigentlich das gleiche ist. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr das Video gerne, Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.